Neapel ist nach Rom und Mailand die drittgrößte Stadt in Italien. Um die Einwohner der Stadt schnell und günstig von A nach B zu bewegen, besitzt die Stadt ein Metrosystem. Dieses besteht bislang im Wesentlichen aus einer Linie, welche 21,1 Kilometer lang ist. Etwa 80% der Strecke verlaufen dabei im Tunnel, es gibt aber auch drei oberirdische Stationen. Zu finden ist die U-Bahn im Stadtbild übrigens anhand eines weißen M's auf einem rechteckigen roten Untergrund. Die Linie 1 der Metro von Neapel verbindet aktuell die Station Garibaldi am Hauptbahnhof von Neapel mit dem Endbahnhof in Piscinola. Interessant an der Streckenführung ist auf jeden Fall der kleine Kreis, der gefahren wird, zwischen den Stationen Salvator Rosa und Meglidoro. Einen großen Umsteigeknotenpunkt im U-Bahn-Netz selbst gibt es bisher noch nicht, da es ja bisher nur eine einzige Linie gibt. Nichtsdestotrotz ist ein wichtiger Umsteigeknotenpunkt zu Fernzügen, Regionalzügen und Vorortbahnen am Endbahnhof in Piazza Garibaldi gegeben, da sich hier der Hauptbahnhof Napoli Centrale befindet. An weiteren Stationen im Netz gibt es außerdem Umsteigemöglichkeit zu Vorortzügen und der Straßenbahn. Die Metro von Neapel feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen, denn der erste Abschnitt wurde im Jahr 1993 eröffnet. Dieser war dabei 3,8 Kilometer lang und führte von Colli Amenai nach Van Vitelli. Die Bauarbeiten haben zuvor im Jahr 1986 begonnen. Die Verlängerung bis Piscinola, einen der heutigen Endpunkte, fand dann im Jahr 1995 statt. Ab 2001 wurde die U-Bahn dann auch in Richtung Innenstadt von Neapel verlängert, nämlich bis nach Museo. Im Jahr 2013 ging dann der letzte Abschnitt, der bis heute eröffnet worden ist, in Betrieb, bis zum Piazza Garibaldi. Im Jahr 2021 wurde dann noch die neue Station Duomo eröffnet, welche zwischen dem Piazza Garibaldi und der Universität liegt. Besonders auffällig an der Metro von Neapel ist, dass aufgrund beengter Platzverhältnisse zahlreiche Stationen mit Bahnsteigen übereinander ausgestattet sind. Aber am Aus- und Weiterbau der U-Bahn wird bereits gearbeitet, damit die Linie 1 zu einer Ringlinie werden kann. Voraussichtlich 2024 soll der Abschnitt von Piscinola nach Di Vittorio fertiggestellt werden. Und auch der weiterführende Abschnitt über den Flughafen bis zum Piazza Garibaldi soll 2024 voraussichtlich fertiggestellt werden. Und auch die Verlängerung der Linie 6 bis Municipio soll 2024 fertiggestellt werden, wodurch sie dann eine Voll-U-Bahn-Linie werden soll und Teil des Metronetzes von Neapel. Doch da dies alles noch Zukunftsmusik ist, werfen wir einen Blick auf den aktuellen Zustand der Metro. In Neapel gibt es einige interessant gestaltete Stationen. Eine ihrer Metrostationen wurde sogar als die schönste Europas ausgezeichnet. Die Rede ist dabei von der Metrostation Toledo. Diese liegt dabei auf bzw. unterhalb der Via Toledo, der wichtigsten Einkaufsstraße in ganz Neapel. In der Umgebung befinden sich auch einige Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Galleria Umberto I oder auch der Piazza del Plebiscito. Diese ist zwar nicht auf der Bahnsteigsebene besonders hübsch, aber auf den Zwischenebenen gibt es hier einiges Interessantes zu entdecken. Teilweise ist die Beleuchtung hier mit indirekter Beleuchtung in der Decke besonders interessant, aber vor allem die Gestaltung mit blauen Mosaiken ist besonders interessant. Dies macht ein bisschen den Eindruck, als ob man in einer Unterwasserwelt unterwegs wäre. Eine Station weiter nördlich liegt die Haltestelle Dante. Hier gibt es einen großzügig gestalteten LED-Schriftzug in Neonröhrenoptik. Dieser ist auf jeden Fall ein regelrechter Hingucker und auch ein gutes Fotomotiv, welches gerne genutzt wird.
Aber auch in vielen anderen Stationen in den Zwischenebenen gibt es entweder künstlerisch gestaltete Objekte oder in Szene gesetzte Wandgestaltungen. Die Bahnsteigebene ist dabei in den meisten Fällen etwas schlichter gehalten. Dies gilt natürlich auch nicht immer, so gibt es zum Beispiel an der Station Marterdei auf der Bahnsteigsebene an den Wänden auf dem Bahnsteig Glaspaneele, welche zeitgenössische Kunst abdecken. Weitere Objekte befinden sich dann noch im Mittelgang der Station Marterdei ebenfalls auf der Bahnsteigebene. Kommen wir nun zum Fuhrpark der Metro von Neapel. Eingesetzt werden hier zwei verschiedene Fahrzeugtypen aktuell. Die ältesten Fahrzeuge, die aktuell eingesetzt werden, stammen aus dem Eröffnungsjahr der Metrolinie 1. Im Jahr 1993 gingen sie dementsprechend das erste Mal in Betrieb. Gebaut wurden sie dabei allesamt zwischen 1991 und 1992. Insgesamt 90 Einzelwagen wurden dabei bei der Serie M1 gebaut. Somit konnten insgesamt 15 Sechswagenzüge gebildet werden. Mit immer weiteren Verlängerungen der Linie 1 mussten die Züge allerdings später auf 4-Wagenzüge verkürzt werden. Mittlerweile sind sie wieder als 6-Wagenzüge im Einsatz. Ein Einzelwagen hat dabei eine Länge von 17,8 Metern, somit eine Traktion aus 6 Wagen eine Länge von 107 Meter gerundet. Sie besitzen dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ein 6-Wagenzug bietet dabei in seinem Inneren knapp 1300 Menschen Platz. Davon finden etwa 180 Menschen einen Sitzplatz. Die neuesten Fahrzeuge im Netz sind erst seit dem vergangenen Jahr, nämlich seit 2022, in Betrieb. Gebaut und entwickelt werden sie bereits seit 2017 bei CAF. Sie stammen dabei von der U-Bahn-Plattform CAF Ineo. Die Fahrzeuge sind dabei im Gegensatz zu ihren Vorgängern durchgängig begehbar und besitzen eine Länge von 107,7 Metern, somit sind sie auch etwas länger als ihre Vorgänger. Insgesamt 24 neue Fahrzeuge hat die Metro in Neapel dabei bestellt. Sie sollen dabei vor allen Dingen den nötigen Fahrzeugbedarf durch die anstehenden Verlängerungen im Metronetz abdecken. Für einen schnellen Fahrgastwechsel besitzen die Fahrzeuge insgesamt 4 Türen pro Wagenseite, also im gesamten Zug, welcher aus 6 Wagen besteht, 24 Doppelschwenktüren. Die Fahrzeuge besitzen dabei ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Im Innenraum finden insgesamt 1200 Fahrgäste Platz, davon 132 im Sitzen. Für die Fahrgäste sind die Züge dabei ein regelrechtes Upgrade, da sie sehr modern daherkommen, vor allen Dingen vom Lichtdesign, aber auch mit modernen Fahrgastinformationssystemen und einer Klimaanlage. Und auch die Geräuschkulisse, die die Fahrzeuge verursachen, ist bei den neuen viel angenehmer. Die älteren waren sehr, sehr laut. Mir persönlich haben die neuen Fahrzeuge auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese neuen Fahrzeuge findet. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich würde mich natürlich wie immer ganz recht herzlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wie bereits erwähnt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche Freitag zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.